Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Legend Strahlender Diamant. Ich komme echt durcheinander zu Pokémon Strahlender Diamant. Hier wackelt noch nicht. Wieso ist so viel Team Galactic hier unterwegs? Hier unten ist L Arena. Ach, hier war es wirklich einfach. Süßen, hallo. Guten Tag, willkommen. Geh rein. Rein. Dam, 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 dam. Ach, jetzt kann man hier auch noch. Oh, hallo, hier entlang bitte. Es freut mich, dich kennenzulernen. Ich heiße Teala. Schnitzel Teala. Und werde dir im Global Club mit Rot und Hart zur Seite stehen. Wenn du einen kostenlosen Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft hast, kannst du dich mit dem Internet verbinden, um in diesem Club mit Trainern auf der ganzen Welt zu kämpfen, Pokémon zu tauschen und mehr. Drücke Y, um den Königsclub zu betreten. An manchen Orten, wie in Häusern oder Höhlen, lässt sich die Funktion jedoch nicht einsetzen. Möchtest du mehr darüber erfahren? Nein. Viel Spaß im Club aufgebaut. Machen wir es jetzt so. Erstmal habe ich keine Mitgliedschaft mehr. Und zweitens, gar kein Bock. Wir haben Wichtigeres zu tun. Zum Beispiel diesen Rüpel hier zu fragen, was er hier tut. Hey, du da. Ja, du da. Trainer. Du siehst stark aus, Urs. Dich lasse ich lieber in Ruhe. Ich meine, du darfst dein Pokémon behalten. Deine Fahrt mit dem Fahrrad kann wunderbar erfrischend sein. Findest du nicht auch? Ist nicht Cynthia? Ist sie nicht Cynthia? Ja. Oh, das ist doch ein Pokédex. Du hilfst bestimmt Professor Eibe aus. Wie heißt du denn? Mercury also, das merke ich mir. Mein Name ist Cynthia und ich bin ebenfalls ein Pokémon-Trainer. In letzter Zeit studiere ich die Mythologie der Pokémon einfach aus Interesse daran. Hier in Abel genau steht die Statue eines altertümlichen Pokémon. Man sagt, es sei extrem mächtig gewesen. Na, wer weiß, vielleicht begegnest du auf deinem Reisen ja auch so einem Pokémon. Ach ja, probier dich hier mal aus. Ich bin mir sicher, dass sie dir nützlich sein werden. Eine völlig fremde Frau quatscht dich an und schenkt dir was. Ah ja, du als TM93. TM93 ist Schneider. Oh. Wenn du mit dem Pokédex Zerschneider einsetzt, gelangst du an Orte, die du zuvor nicht erreichen konntest. Das ist wichtig, um deinen Pokédex mit Einträgen zu füllen, denkst du nicht auch? Viel Glück auf deinen Reisen, Trainer. Lass da rein, Cynthia. Ich mag die Charakterdesigns bei Pokémon echt gern. In dieser Statue ist eine Inschrift eingemeißelt. Geburt von dir, an Beginn der Zeit. Lach oder wein, ist der Zeit konstant. Segen von dir. Der Text ist kaum lesbar und an manchen Stellen ganz verschwunden. Warte mal kurz. Karte. Nee, hier unten war ja das Dorf von Dings, ne? Hier, also hier ist aus irgendeinem Grund Dings gewesen, obwohl es hier ist. Keine Ahnung, warum hier Jubelstadt ist. Ganz komisch verschoben. Jubelstadt war bei Legends eher hier. Dann war hier das Obsidian-Grasland. Hier ist der rote Sumpfland und hier war auch die Siedlung von Dings. Hier ist natürlich dann das Dings gewesen. Ne? Das Harderberg-Hochland. Hier hinten ist das Dings gewesen, wie heißt
Kobaltküstenland und hier oben, hier, hab ich vergessen. Willkommen im Kräuterladen. Für wirkungsvolle und preiswerte Medizin bist du hier genau richtig. Warte mal. Eine bittere Wurzel, die die KP eines Pokémons um 120 Punkte erfüllt. Das ist richtig nice. Bittere Medizin, die die KP eines Pokémons um 60 Punkte auffüllt. Das ist billiger, das Zeug, ne? Verkaufen wir unseren Dreck hier, den ganzen Mumpets. Das teure Gelümpe hier. Dann nehmen wir lieber die gute alte Halsmedizin hier, was soll denn das? Oh, eine Flinkklaue. Seit wann haben wir die? Zwischen. Was kaufen? Alpudor. Nehmen wir mal 12 mit. Kraftwurzel bringt uns jetzt noch nicht, weil so viel haben wir gar nicht. So viel KP haben unsere Pokémon gar nicht. Deswegen nehmen wir erstmal bloß die mit, den Energiestaub. Und dann noch ein bisschen Vitalkraut, wa? Fünfmal Vitalkraut. Nö. Da waren wir schon. Wie kommen wir noch rein? Achso, ja, über das Schneider. Ilgenau wurde zur Ehren eines altertümlichen Pokémon erbaut. Vieles hat sich seitdem geändert, aber das Wichtigste bleibt stets erhalten. Ich hoffe, dass wir auch weiterhin so sein. Hast du die Pokémon-Statue gesehen? Als ich ein Kind war, stellte sie den Mittelpunkt vieler Feste dar. Hey du da, weg da von den Pokémon-Statuen. Team Galactic führt hier eine offizielle Untersuchung durch. Ah ja. Hier geht's nie rein, aus irgendeinem Grund. Route 112. Auf zu den Fossilien! Ich arbeite im Bergbaumuseum in Einzlingen. Der Untergrundmann hat mir Tipps dazu gegeben, wie man Fossilien auskommen kann. Und bevor ich losgehe, werde ich nun auch dir einen Tipp geben. Beim Graben stößt du manchmal auf dunkle Steine. Die sind sehr hart, wenn du zu oft auf sie einschlägst, bricht die Wand zusammen. Merk dir das, dann kommst du mit dem Sammeln von Fossilien frisch voran. Ich war der Erste, der in der Untergrundhöhle gegraben hat. Und deshalb nennt man mich auch den Untergrundmann. Ich habe ein Geschenk für dich, nutze es weise. Du erhältst das Erkundungssinn. Verwende das Erkundungsset, das du in der Basis-Item-Tasche deines Beutels findest, kannst, um dich in den Untergrund zu begeben. Ach ja, ich kann dir beibringen, wie du eine exzellente Höhlenforscherin wirst. Und, bist du interessiert? Na
Dann lass uns am besten gleich in den Untergrundhöhle gehen. Es ist ganz leicht, die Untergrundhöhle zu betreten. Verwende einfach dein Expeditionsset. Allerdings musst du dazu draußen sein. In Häusern oder Höhlen klappt es nicht. Aus welchem Grund immer. Und jetzt ab mit dir. Untergrund. Hey Valkyrie, bist du etwa das erste Mal hier? Willkommen in Sinnohs Untergrundhöhlen. Diese Höhlen bilden ein riesiges Netzwerk aus Gängen unterhalb von Sinnoh. Wie was ich hier mache, fragst du, wie erkläre ich das am besten? Du kannst hier unten sozusagen alles tun, worauf du Lust hast. Oder fahren? Du kannst unter anderem nach Schätzen graben oder einen Geheimbasis aus. Genaueres erfährst du vom Untergrundmann im ewigen Arm. Wenn du zurück an die Oberfläche möchtest, drück einfach Y. Ich muss jetzt los, man sieht sich. Oh cool. Schlurp. Das war ja klar. Jetzt sollte fliehen erstmal. Das können wir auch später machen. Ich greife ja doch an, Scheiß. Nö. Dachte, die lassen mich in Ruhe. Das hätten sie auf der Overworld einführen können. Alter! Hau rein! Ich will jetzt mal kurz Luki machen. Alter. Kannst du da irgendwas machen? Eine Notiz nach Schätzengraben. In deinem Erkundungstest findest du einen Vorschlaghammer und eine Spitzhacke. Mit den Werkzeugen kannst du wahre Schätze aus den Wänden holen. Aber achte darauf, alles auszugraben, bevor die Wand einstürzt. Du schaffst es. Viel Glück, Trainer. Du hast in der Wand etwas entdeckt. 4 Objekte. So, dort oben, ne?
muss ich erstmal finden, wo was. Ups, oder? Das geht noch tiefer. Erstmal dann wahrscheinlich weil sie nicht finden. Naja, zumindest irgendwas gefunden. Die Wand ist eingestürzt. Das Indigo-Stück S. Okay, cool. Da kannst du das anscheinend auch hier machen, oder? Ja, hier kannst du das auch machen. Ich will es nochmal versuchen. Ah. Du hast alle ausgeraubt. Ja. Yeah. Du hältst ein Jade. Jade Sphäre S. Du hältst ein Jade noch eine. Weiße Sphäre S. Indigo Sphäre S. Okay, cool. Macht doch Spaß. So ein kleines Minigame ist, ne? Macht schon. Ich würde gerne mal wissen, was das war, was wir gerade eingesammelt haben. Aha, das ist ein Diktar. Guck, die machen wir unter die Wand hier. Drei Objekte. Ah, drüber. Donnerstein, wa? Da haben wir noch was? So, stimmt hier unten noch was, hä? War das noch raus, ja? Ja. Nice. Yeah, wir sind die besten Bergbauarbeiter. Du hältst einen Donnerstein. Purpursphäre L. Purpursphäre S. Was auch immer man damit machen kann. Bin ich ganz ehrlich, die Pokémon hätten sie auf der Oberwelt platzieren können, alle. Hau rein! Ein Knospi hier unten. Okay. Das finde ich wäre sinnvoller gewesen, die. Also, doch viel schöner.
will das nochmal machen. Sorry. Drei Objekte. Gehen wir erstmal hier unten hin. Nice. Hier schönes und Fossil. Sieht aus wie ein Cockner dann. Nice. Duells Jadesphäre L. Duells Kopf. Kopf passiert. Stimmt, Kopf nur dann, ne? Cool. Wir sind 40, davon finden wir was. Will ich das wissen, was das ist, ja? Fabio, hallo, ich bin Fabio. Status oder Statuen oder Sockel? Für mich ist es beides gleich. Okay. Gehen dann klar. Wir machen die ganze Folge jetzt hier. Ah ja, hier. Da waren wir zwei Objekte. Ist alles ausgegraben. Was ist das? Ist das ein Sockel oder was? Ja, das wäre S und Edelsteintruhe. Alter, hier gibt's Truhen? Die Statue beginnt zu leuchten. In der Steintruhe war ein Togepi-Statue. Okay, cool. Möchtest du dich ein wenig ausruhen, ist es wichtig, auch mal eine Pause zu machen. Ich mag das irgendwie. Zwei Objekte, okay. Nice. Das macht gerade übel Laune. Ja, das wäre S und eine innige Fähre L. Jetzt glaube ich noch eine. Oh. Ja. Entdeckt vier Objekte. Thank you.
Hey, ein Diamant oder sowas, hä? Ich glaube, das letzte kriegen wir nicht mehr. Zu viel mit dem Hammer drauf rumgeklöppelt. Purpursphäre, Prismensphäre und eine S-Sphäre, alles klar. Frage ist, was kann man dann damit machen? Ne? Frage ist, siehst du Shinies hier in der Overmap oder nicht? Nee. Das kommt immer neu. Okay. Okay. Sehr schön. Ist ganz lustig eigentlich. Kramurks. Unten kannst du einiges an Pokémon fangen, so wie sie alles machen. Cool. Oh, ein Dick 3. Drei Objekte. Ach schon mit dem ganzen Mumpitz. Einzelner Raum. Mit dem Sprung aber alles Mögliche, ne? So, letzte Runde für diese Aufnahme, wa? Geisterchest.
Augen zu leuchten, dass hier das rauskommt. Gengor ist. Ach komm, weiße Schilmer. Weiße Schilmer, na, böse. Gehen nach rechts, aber mal gucken, ob wir vielleicht mal einen Diktar oder einen Diktri finden. Hallo, Christiane. Ich bin Christiane. Obwohl die Untergrundhöhle so unfassbar groß ist und weitläufig sind, begegnet man hier immer wieder anderen Leuten. Immer noch, komm, immer noch. Wenn du also an der Deck 4 Objekte. Bestimmt einiges falsch. Genau. Werde das irgendwann besser können. Etwas nur eins. Nice. So, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns für heute mit dieser Folge und sehen uns einfach in der nächsten. Danke fürs Dabeisein. Bis dahin. Tschüss.